Zu dem ersten Verkehrsunfall war es gegen 17.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Haßfurt und Knetzgau gekommen. Offenbar hat ein Seat-Fahrer während eines Graubelschauers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er ist dabei ins Schleudern geraten und rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Seat kam dann an einer Böschung zum Stehen. Und kurz darauf hat ein Dacia-Fahrer auf dem Seitenstreifen gehalten, um gemeinsam mit seiner Frau den Seat-Insassen zur Hilfe zu eilen. Und nachdem die beiden den Seat-Fahrer, seine Beifahrerin und zwei Kleinkinder aus dem Unfallfahrzeug befreit hatten, kam ein Skoda ebenfalls rechts von der Fahrbahn ab, erfasste die Ersthelferin, den aus dem Seat befreiten Fahrer und dessen Kind. Alle drei Personen wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Nachdem sich hinter der Unfallstelle bereits ein Rückstau gebildet hatte, kam es dann noch zu Folgeunfällen, bei denen nach bisherigen Erkenntnissen 6 weitere Personen verletzt wurden. Insgesamt waren in die Unfälle 17 Fahrzeuge verwickelt.